Bedrohungslage in Nürnberg. Polizei umstellt Berufsschule mit Hundertschaft. Wegen einer massiven Bedrohungslage ist die Polizei mit mehreren Einsatzwagen an der Berufsschule am Stadtpark im Einsatz. Die Polizei hat das Gelände abgeriegelt. Beamte sichern mit Maschinenpistolen die Eingänge. Um 8:15 Uhr rückten mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei beim Gebäudekomplex der Berufsschule B11 in der Deumentenstraße an. Die Polizei forderte die Schüler dazu auf, sich in den Klassenzimmern zu verbarrikadieren. Auch zwei Hundertschaften der Bereitschaftspolizei sind vor Ort und sichern das Gelände zusätzlich ab. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll es eine konkrete Todesdrohung gegen eine Lehrkraft gegeben haben. Die Lehrkraft befindet sich derzeit offenbar noch im Schulgebäude. Schüler kündigte Gewalttat gegen Lehrkraft an. Offenbar hatte die Mutter eines Schülers die Polizei vorsorglich informiert, nachdem ihr Sohn angekündigt habe, er wolle einen Lehrer abstechen. Dieser Schüler sei heute jedoch nicht zur Schule erschienen. Die Polizei setzt nun alles dran, das Schulgebäude zu sichern und den Schüler ausfindig zu machen. Bis das Schulgebäude komplett durchsucht wurde oder der Schüler gefunden wurde, bleiben die Räumlichkeiten geschlossen, teilt die Polizei mit. Unter den Schülern sei die Lage derzeit angespannt. Die Polizei sprach in einer Durchsage von einer Ernstlage.